Eigentlich könnte ich die Haare ja mal so lassen. Nein. Nein, das geht leider nicht. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wie versprochen die Artikel, die ich verwende, um unser Haus zu putzen. Ja, ganz, ganz viele von euch haben sich das gewünscht. Gerade nach meiner Putzroutine habe ich nochmal ganz viele E-Mails bekommen, ob ich nicht mal zeigen könnte, welche Produkte ich denn verwende. Das Ganze hatte ich schon vor ein paar Wochen mit eingeplant, weil da auch schon ganz viele Anfragen kamen. Deswegen habe ich alles mal aufgehoben, was ich aufgebraucht habe. Das macht für mich einfach mehr Sinn, als euch immer nur mal ein Produkt zu zeigen, wenn ich es eben bei DM oder wo auch immer hole. Deshalb bin ich froh, wenn ich diesen Müllberg bald entsorgen kann. Mein Heizungskeller wird nämlich immer voller und voller, weil wie gesagt, ich sämtliche Artikel aus verschiedenen Kategorien mal aufgehoben habe. Vielleicht ist ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Ich will es hoffen, dass es euch gefällt, dieses Video. Wie gesagt, meine Putzroutine kam super gut bei euch an. Viele von euch hatten sich auch gewünscht, dass ich zeige, wie ich das Haus putze. Das kann ich natürlich auch noch machen, das ist kein Problem. Falls ihr meine Putzroutine noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die mal unten in der Infobox. Ein bisschen was zeige ich schon, wie ich das Haus putze. Also da kamen ein paar Beschwerden, die jetzt so nicht richtig waren, aber ist kein Problem. Jeder empfindet es ja ein bisschen anders. So, also hier sind alle Artikel. Ich würde sagen, falls es euch interessiert, was ich so benötige, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich würde sagen, wir starten durch mit meiner Waschküche. Ihr könnt euch bestimmt denken, mit 4 Kindern hat man viel, viel Wäsche. Ja, meine Waschmaschine läuft tatsächlich jeden Tag, aber das ist auch kein Problem, denn dafür ist sie da. Und ich habe eine riesengroße Waschmaschine. Mein Waschpulver kaufe ich immer im Angebot und zwar am allerliebsten Ariel oder Persil, eben in diesen großen Behältern hier. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, im Angebot, dann decke ich mich ein. Ich kaufe dann immer 3, 4, 5 dieser Packungen und habe die dann eben bei mir in der Waschküche. Bin super zufrieden damit. Und das letzte Mal hatte ich mir dann notgedrungen diese kleine Packung hier noch gekauft. Beim Lidl hatte ich das mitgenommen. Da könnt ihr mal gucken. Achtet einfach darauf, wo es eben Angebote gibt. Meist bei uns bei Real, E-Center oder Lidl eben, wie gesagt. Und dann könnt ihr ja gleich ein paar Packungen kaufen, denn auf Dauer spart ihr somit auch Geld. Das letzte Mal hatte ich nämlich bei Lidl das hier mitgenommen, dieses Waschpulver hier, und ich war überhaupt nicht zufrieden. Also es hat mir gar nicht gefallen, der Duft, der war überhaupt nicht langanhaltend, die Wäsche war einfach nicht so, wie ich es gewohnt bin. Und deshalb würde ich mir dieses Waschpulver zum Beispiel nicht mehr nachkaufen. Was ich auch sehr, sehr gerne kaufe, ist flüssiges Waschmittel, und zwar zum Beispiel eben auch von Persil. Auch dieses hier habe ich zum Beispiel im Angebot mitgenommen, mache ich immer. Dann auch hier wieder ein paar Packungen, 3, 4 Stück, und dann komme ich sehr, sehr gut hin. Ich liebe das einfach total. Bei manchen Klamotten müsst ihr eben darauf achten, dass ihr nicht mit aggressivem Waschpulver dran geht. Deswegen ist flüssiges dann einfach besser. Es riecht unheimlich gut und ich verwende auch keinen Weichspüler, falls ihr mich das jetzt fragen wollt. Nein, verwende ich nicht. Ich habe das noch total im Kopf von meiner Hebamme, und zwar bei meinem ersten Kind hat sie uns da einen totalen Vortrag gehalten, dass man doch keinen Weichspüler braucht. Das Waschpulver reicht aus, die Wäsche wird sauber und sie duftet gut. Vielleicht sagt ihr jetzt, naja, aber die Handtücher, die sind dann immer so hart. Da muss ich sagen, dass ich das eigentlich lieber mag als jetzt ein ganz weiches Handtuch, wenn ich mich dann damit abtrocknen muss. Aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, dann habe ich noch in meiner Waschküche dieses Produkt hier, und zwar ist es von der DM Eigenmarke Denk mit. Diese Feinwaschlotion, und zwar nehme ich die immer für Textilien, die ich mit der Hand eben ganz schnell durchwasche. Also hartnäckigen Schmutz bekommt ihr damit nicht so ganz raus, klar, aber gerade für Textilien, die ein bisschen empfindlicher sind, ist dieses Produkt hier sehr, sehr geeignet. Dann verwende ich super gerne diesen Hygienespüler für meine weiße Wäsche, gerade für Unterwäsche, ne, für Söckchen und einfach Unterwäsche habe ich dieses hier. Allerdings mache ich das nicht jedes Mal rein, nur jeden zweiten Waschgang bei meiner weißen Wäsche eben. Wie gesagt, mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch für meine dunkle Wäsche dieses Produkt hier. Und zwar gibt es es auch als Markenprodukt, aber da bin ich auf dieses hier umgestiegen von Burti, so heißt es. Und ich mag das super gerne. Ich setze es sogar gleich mit dem Markenprodukt. Es duftet unheimlich gut und es kostet wesentlich weniger. Ja, dann habe ich noch ein Produkt, und zwar habe ich euch das auch schon öfters gezeigt. Das ist dieses hier für meine Bügelwäsche. Ihr wisst, ich bügele
Möbel total gerne. Ich mag das einfach, wenn im Schrank alles schön ordentlich ist und ich dann einfach nur reingreifen muss und nichts suchen muss oder um Gottes Willen kurz vorher wahrscheinlich noch was bügeln muss. Das wird bei uns gar nicht gehen. Wie gesagt, wir sind eine große Familie. Und ja, diese Sprühstärke mag ich super gerne. Die gibt es natürlich auch noch in der Markenversion, aber diese hier tut es auch. Ja, das war soweit aus meiner Waschküche und jetzt gehen wir mal über zu den nächsten Produkten. So, dann würde ich sagen, machen wir im Bad weiter. Und zwar zeige ich euch da mein absolutes Lieblingsprodukt für die Toilette. Und zwar ist es dieses hier von Sack Rotan, dieser WC-Reiniger. Und schaut mal, was für ein Monk ich bin. Ich habe euch tatsächlich einige Packungen aufgehoben, weil ich jedes Mal gedacht habe, ich habe es noch nicht in meiner Sammlung drin. Ja, daran seht ihr, wie sehr ich dieses Produkt liebe. Und glaubt mir, ich habe schon einige ausprobiert. Kann ich euch auch mal in die Kamera halten. Und zwar diese Produkte hier, die ich definitiv nicht mehr nachkaufen werde. Dieses hier auch nicht mehr von Denk mit. Ja, und zwar dieses hier war von Lidl, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Und ja, wie gesagt, dieses hier. Die sind natürlich wesentlich günstiger, aber die machen einfach nicht das, was sie sollen. Und deshalb, ja, gebe ich ein bisschen mehr aus und kaufe dieses hier, wie gesagt, von Sack Rotan. Ich liebe das über alles. Es duftet total gut. Es macht den Kalk weg und eben den Schmutz. Habe ich euch jetzt das hier schon gezeigt. Das kaufe ich mir auch nicht mehr nach. Also ja, diese 5 Produkte hier, ich blende euch mal ein, ich kann die nicht halten, kaufe ich mir definitiv nicht mehr nach. Und das von Sack Rotan kaufe ich mir eben, wie gesagt, immer wieder nach. Dann habe ich noch dieses Produkt hier von Sack Rotan, diesen Badreiniger hier. Den mag ich auch sehr, sehr gerne für die Waschbecken und eben für die Toilette. Allerdings ist es auch, ja, ein bisschen teurer. Wie ihr sehen könnt, kaufe ich auch dieses hier im Angebot immer. Mehrere Packungen. Und wenn es, ja, das nicht gibt, dann bin ich auch mit diesem hier zufrieden. Und zwar von DM. Diese Eigenmarke, diesen Badreiniger, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Der duftet gut und der entfernt tatsächlich auch sehr gut Kalk. Ja, was bei uns ein bisschen ein Problem ist, weil wir eben in einer Region leben mit sehr kalkhaltigem Wasser. Aber dieses Produkt hier schafft es weg. Dann habe ich auch noch diese WC-Tabs hier, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich mir bei Müller gekauft. Zu Müller komme ich allerdings sehr, sehr schlecht. Wenn ich wieder dort bin, muss ich mich eindecken, weil die wirklich toll sind. In der Zwischenzeit verwende ich diese Gebissreiniger. Die habe ich euch das letzte Mal in meiner Putzroutine auch gezeigt. Die mag ich auch sehr gerne. Ihr macht euch einfach einen raus, macht den in die Toilette rein und dann, ja, habt ihr ein tolles Ergebnis. Und meine Spiegel im Bad, beziehungsweise im Haus, ja, die putze ich mit einem ganz normalen Glasreiniger. Das muss jetzt bei mir kein Markenprodukt sein, weil diese Produkte machen auch, was sie sollen. Ich habe jetzt hier eins von Fizz. Ihr seht, das ist eben auch bald leer. Oder diesen No-Name-Glasreiniger hier. Genau, und jetzt machen wir direkt weiter mit der Küche, würde ich sagen. Hallo? Ja? Der Papa holt dich ab, Schatz. Ja, der Papa holt dich ab. Okay, bis gleich. Tschüss. Ciao. Ja, in meiner Küche für meine Spülmaschine verwende ich sehr, sehr gerne diese Tabs, und zwar von Gut und Günstig oder diese hier vom Aldi. Also die machen wirklich ihre Arbeit wunderbar und ich habe mich mal mit einem unterhalten, der ja mit Spülmaschinen viel zu tun hat und der hat auch zu mir gesagt, Heidi, das ist Quatsch, wenn du dir diese super teuren Teile kaufst, die sind auch nicht anders als diese hier. Und ich bin super zufrieden, meiner Spülmaschine ist bisher noch gar nichts passiert, toi toi toi, und deshalb kaufe ich mir diese hier immer wieder nach. Als Klarspüler verwende ich diesen hier von DM, von der Eigenmarke Denk mit. Der macht auch, was er soll. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr viel noch mit der Hand spüle. Meine Spülmaschine läuft zwar am Tag bestimmt, also einmal auf jeden Fall, manchmal auch zweimal. Ihr wisst, ich koche sehr viele, viele Kinder, viele Menschen hier im Haus, viel Hunger. Und ja, deshalb viel schmutziges Geschirr. Und damit es manchmal auch ein bisschen schneller geht, wie gesagt, spüle ich gerne mal was mit der Hand. Da kaufe ich mir dieses Spülmittel hier sehr, sehr gerne bei Aldi, weil es halt günstig ist und weil es auch hier wieder macht, was es soll. Und wenn es im Angebot ist, bei Müller zum Beispiel auch des Öfteren von Pril oder Palm & Leaf. Dieses hier, ja, ist auch, wie gesagt, ein super Produkt. Was haben wir denn noch für die Küche? Genau. Mein absolutes Lieblingsprodukt in meiner Küche. Ihr wisst, dass ich sehr viel Edelstahl habe. Gerade unser Kühlschrank, der ist immer schön angeditscht
mit Fingerabdrücken und meine Abzugshaube wird auch mit diesem Produkt hier wunderbar sauber. Ich liebe es. Es war auch schon in meinem Favoritenvideo. Das habe ich bei Amazon bestellt. Kann ich euch sehr gerne mal unten in die Infobox verlinken. Und ja, es ist ein Top-Produkt. Es ist super ergiebig. Also ihr braucht tatsächlich nur ein paar Tropfen auf einem Baumwolltüchlein, poliert die Flächen und dann geht ihr nochmal mit einem sauberen Tuch drüber und dann habt ihr wirklich einen 1A Edelstahl Kühlschrank oder ja, Abzugshaube, was auch immer. Ich liebe dieses Produkt. Dann machen wir mal weiter mit unseren Böden. Und zwar haben wir in der Küche Fliesen, unten am Eingang und natürlich im Bad. Und da verwende ich immer und immer mein absolutes Lieblingsprodukt von Sacrotan, diesen Allzweckreiniger hier. Rein und frisch nennt er sich. Und ja, auch hier bin ich mal wieder ein Monk gewesen und habe Packungen aufgehoben. Ich liebe das. Das duftet einfach unheimlich gut. Es macht den Boden schön sauber und ich kaufe es immer wieder nach. Und jetzt kommen wir zum Produkt für meinen Parkettboden. Da werde ich auch immer danach gefragt. In meiner Putzroutine habe ich euch von unserem Parkettboden schon ein bisschen erzählt. Aber wie ich den wische, wollte ich euch in diesem Video noch sagen. Und zwar mit diesem Produkt hier von Bembe. Und ja, das ist einfach ein Produkt für gewachsten und geölten Parkettfußboden. Wir haben ja Nussbaumparkett und davon reicht wirklich diese kleine Kappe hier auf einen Eimer. Also da sind ja 10 Liter drin. Diese kleine Kappe rein und dann ja, den Boden eben sauber machen. Mit dem Parkettboden bin ich ja sehr, sehr vorsichtig. Ich habe total Angst, dass er mir kaputt geht. Und ja, reinige den immer ganz, ganz gründlich. Meistens eben trocken, aber natürlich muss er auch mal mit Wasser sauber gemacht werden. Und da verwende ich sehr, sehr gerne dieses Produkt hier. Dann habe ich jetzt hier noch zwei weitere Produkte, die ich euch auch mal mitgenommen habe, die aber nicht aufgebraucht sind, weil die ewig brauchen, bis die eben aufgebraucht sind. Und zwar ist es zum einen dieser Pflegereiniger hier und dieser Sanitärreiniger. Diese zwei Produkte hier habe ich bekommen, als wir unser Haus gebaut haben vom Fliesenleger. Der hat mir das eben empfohlen und ja, die verwende ich eben auch zwischendurch mal. Ne? Die sind aber sehr, sehr teuer und deshalb ja, verwende ich die so ein bisschen im Wechsel. So, ein Produkt habe ich noch vergessen zu zeigen und zwar ist es dieses hier von der DM Eigenmarke Denk mit. Es ist ein Backofen- und Grillreiniger. Ich habe euch den auch schon in einem Video vorgestellt und wirklich ausführlich darüber berichtet. Ich liebe dieses Produkt. Mein Backofen wird wirklich total sauber. Ich schwöre darauf. Und jetzt mal ohne Gewehr, also das mache nur ich, bitte seid vorsichtig. Ich putze damit auch mein Ceranco-Feld, obwohl es hinten drauf nicht steht, aber ich liebe es. Es wird total sauber. Ich weiß, es stinkt bestialisch, aber ich mache es immer so, dass ich eben die Fläche einsprühe, weggehe und dann erst putze. Genau, also wie gesagt, ich liebe dieses Produkt. Dann habe ich in der Küche hier noch dieses Produkt immer stehen und zwar ist es von Sacrotan hier mit so einem Pumpspender. Mag ich total gerne. Und dieses Produkt hier habe ich in den Bädern stehen und zwar ist es von Impressan ein Hygienespray. Mag ich auch sehr, sehr gerne. So, meine Lieben, das waren also meine Artikel, die ich zu putzen verwende. Ein paar Produkte habe ich noch in der Speise, die sind halt nicht aufgebraucht, aber die kann ich euch sehr, sehr gerne irgendwann mal wieder in einem Video zeigen. Ich hoffe, dass vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei war oder dass ihr Spaß hattet, das Video zu schauen. Mein Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!